Ich zeige, wie man mit dem Postcard-Creator von der Schweizer Post alle 24 Stunden eine Gratis-Postkarte verschicken kann. Mein Name ist Pirmin Lehner. Also installieren Sie zuerst diesen Postcard-Creator und starten Sie ihn danach. Hier loggen Sie sich ein mit Ihrem Konto. Entweder ist es die Mailadresse, die Sie bereits registriert haben, mit dem passenden Passwort, oder Sie registrieren sich zuerst und erstellen ein Konto. Das bedeutet, eine Mailadresse angeben und ein Passwort erfinden. Ich habe bereits eine E-Mail und ein Passwort. Ich logge mich nun einmal ein. Und einloggen. Ja, klar, ich muss hier noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Hier Haken hinein und weiter. Was will ich? Will ich mehrere Postkarten erstellen? Das kostet dann 2 Franken pro Stück. Oder will ich einfach eine Gratis-Postkarte erstellen? Ich will ja eine Gratis-Postkarte erstellen, also klicke ich hier. Zuerst muss ich ein Bild auswählen. Auf dem Handy habe ich ja viele Bilder, also gehe ich hier einmal auf die Suche. Klicke hier drauf. Ich sehe hier die letzten Bilder auf meinem Gerät. Leider lädt es nicht immer sauber alle Bilder, aber das sind ja auch gerade nur die letzten Bilder. Ich könnte hier bei diesen drei Strichen noch drauf gehen und sagen, ich möchte aus der Wolke etwas laden oder zu meinen Fotos gehen oder von der Dropbox etwas holen. Aber ich nehme doch einmal dieses Bild hier. Ja, das hat eine schlechte Qualität, denn ich habe das per WhatsApp erhalten. Das heißt, ich bestätige hier, ich weiß, das Bild ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber ich nehme es trotzdem. Ups, und jetzt fehlen ja hier die Köpfe, macht nichts. Ich zupfe an diesem Bild, ziehe das ein bisschen nach unten, so. Vielleicht noch ein bisschen nach rechts, doch nicht. Etwa so. Die gestrichelte Linie zeigt an, wo dann das Bild geschnitten wird. Vielleicht noch ein bisschen nach unten. Etwa so. Ich könnte auch die Karte drehen, dass sie also nicht querformatig ist, sondern hochformatig. Ich schaue mir das einmal an. Karte drehen. Ja, ich weiß, die Qualität ist nicht perfekt. Und jetzt kann ich hier ins Bild greifen und wieder ein bisschen zupfen daran. Ja, mich dünkt das gar nicht so schlecht. Eigentlich fast besser. Das Bild habe ich nun ausgewählt. Man könnte sogar jetzt eine Foto machen. Das will ich aber nicht. Ich gehe mal weiter. Und jetzt kommt die Rückseite. Ich kann also eine Nachricht schreiben. Und das mache ich nun eben. So, nun geht es weiter. Ich sehe, ich hätte noch 6 Zeilen zur Verfügung, aber ich gehe nun mal weiter. An wen geht diese Nachricht? Ich sehe hier eine kleine Vorschau. Das ist der Absender hier. Ich gehe auf Empfänger. Wer soll denn diese Postkarte erhalten? Entweder schreibe ich hier eine Adresse hinein oder ich kann sogar auf mein Adressbuch vom Handy zugreifen. Ich klicke hier auf Adressbuch und scrolle nach unten und gehe hier zu Heidi. Das ist die Adresse. Ich scrolle nach unten, gehe auf Weiter. Ich glaube, das ist soweit gut. Das ist meine Absenderadresse und weiter. Da habe ich nochmals eine Vorschau und jetzt, ja, hier muss ich noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und senden. Das war's. Und in etwa 2 Tagen ist die Postkarte bei ihr.